Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Perl mit mir, DF. Und irgendwo hier soll ja ein Schlüssel sein. Wir haben da doch was von Ratio Farm. Also hier soll er irgendwo... Ich dachte, die hätten Schlüssel verloren, hat sie gesagt, an der Rezeption oder so ein Käse. Ist das die Rezeption? Ich weiß es nicht. Ich hätte jetzt gedacht, ja, aber... Soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen B-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder. Die Leute dieser Ferienanlage werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Verlassen habe? Es hätte ich gedacht, hier, aber... Hier soll angeblich ja auch nichts sein. Vielleicht ist das Ding. Runter kann ich nicht, ne? Geht nicht. Vielleicht vorne verlassen? Schlüssel sein soll. Surfer haben wir nicht, ne? Ne, haben wir nicht. Jetzt muss ich durch die ganze Kacke hier cyclen. Und da übrigens, ich habe die Uhrzeit immer noch nicht auf Dings umgestellt, auf Sommerzeit. Moin, kleines Kind. Ich kann auch kämpfen. Ja, du kriegst erstmal aufs Maul. Fett aufs Fressbrett. Ich habe nicht drauf geachtet. Ein Bidiza? Ein Bidifass. Hab ich auch. Nur meinst du stärker und kann Karate. Und das kann bestimmt sowas nicht. Der kann nur so was wie die Kopfnuss. Das dürfte mir nicht allzu viel... Ach du heilige Scheiß. War ein Volltreffer, aber das dürfte trotzdem nicht so viel... Hoffnung, es dürfte mir Schaden machen, rein theoretisch einfach nur, was das Step Attack ist. Egal, ob Schwächevorteil oder nicht. Okay, dann gehe ich mal meinen Pokémon wieder heilen. Ich bin der besiegt Plansche der Risse. Ich habe verloren und bin dazu auch noch rumgekriegt. Ich hab zwar gewonnen, ich bin trotzdem hungrig, so wo ich gerade darüber nachdenke. Ja, ich hätte was essen sollen vor der Aufnahme. Wäre vielleicht intelligent gewesen. Wäre intelligent gewesen. Aber ich wüsste auch nicht, was ich essen soll. Okay, hier ist einfach gar nichts. Oder wie? Ist das schön? Ich mag meinen Schwimmreifen. Keine Ahnung. Rainier? Schallelos. Rainier? Was ist das für ein Name? Name. Kopfnuss. Ich habe vergessen, dass du auch ein Normal-Pokémon bist, deswegen dürfte die Kopfnuss richtig wehtun. Vergiss dich andauernd. Noch ein Schallelos. Das war ein Rudes, ne? Was setzt du jetzt ein? Ein Rotes. Oder so rosa-mäßig. Und Schallelos. Und wahrscheinlich wieder so ein Rotes. Ja, weil
weil wir auf der anderen Seite des Berges sind. Irgendwie so ein Käse war das, weil er sie nur zwei gespalten ist und so. Gibt es zwei Chalelos. Also zwei Chalelos Farben. Da, ich weiß nicht, Gena. Ich will da eigentlich nichts dafür wegmachen, deswegen behalten wir das alles erstmal. Gena nicht lernen. Ich wollte mich nicht so gut bewegen, da mein Schwimmreifen im Weg war. Muss ich auch nicht bewegen im Pokémon-Kampf. 80 Poké-Dollar. Ich meine, du bist ein hartnäckiges Kind, aber trotzdem. 80 Poké-Dollar sind ganz schön wenig. Wenn das der Weg weiter ist, ne? Komisch, also wer hier jetzt loot, wäre mir am Arsch. Hallo, es gibt ein extravagantes Hotel an einem extravaganten Ort, wo sich ein extravagantes Restaurant befindet. Dieses extravagante Restaurant besuche extravagante Leute, die sich für so extravagant halten, dass sie nicht alle allein kämpfen wollen. War ich gerade. Ich hau mal hier die Fersen kaputt. Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht ein seltenes Pokémon oder so ein Käse. Warte, hier war das. Guck mal, ich drücke da nochmal A, nachdem wir die zerbrochen haben. Vielleicht ist da auch ein Item drunter. Ja, auch ganz gut sein. Nein. Nein. Boah, ich hatte den Fisch schon fast eingeholt. Also haben wir dir gerade einen Fisch verjagt. Angler Olaf. Ach, er ist schon wieder hier gekapert, oh Mann. Der alles kann. Außer. Nix. Außer. Also der kann eigentlich gar nichts. Weil er nur Kapador hat. Kopflos. Garados, ja gerne. Was, auf, was für ein Level hatten das Garados? Höchstens 25, ja, 22. Walzer. Ich weiß, Kopflos hätte vielleicht gereicht, aber ich wollte den Flugtyp ausnutzen. Oh, Fuchtler. Sehr schön. Er setzt sich auch lieber eine Kopflos ein. Weil das trifft. Macht jetzt nicht so viel Schaden wie gedacht. Okay, wenigstens ist das Vieh jetzt verwirrt. Warte, wie oft setzt das Fuchtler ein? Weil das ist mir ein bisschen zu viel. Fällt zurück, wunderherrlich. Aber verwirrt wirst du trotzdem durch Fuchtler, oder wie ist das? Fünfmal, ja. Das, ich meine, du bist sowieso wie sie Kavados, also. Wen interessiert? Demoweit, okay. Wieso du auch immer zu einem, wie heißen die nochmal? Tilleri? Du heißt, die heißen die auch im Deutsch? Warum du dich zu einem Tintenfisch weiterentwickelst, verstehe ich bis heute nicht, aber. Ich meine, Pokémon-Entwicklung, du sollst vor einem Erwachsenen mehr Respekt haben. Wie eine Mutter. Pokémon-Entwicklungen sind allgemein irgendwie ein bisschen verwirrend, aber Schritt, Schritt, Haus, Fußabdrücke überall. Aber ein Fisch, das zu einem Tintenfisch wird, ist schon komisch. Oder Oktopus. Wird nur Schritt, Schritt. Für mich ist es sehr einfach, Pokémon zu lesen. Ich muss mir nur ihre Fußabdrücke ansehen und ich kann ihre tersten Gedanken erkennen. Oh, du glaubst mir nicht? Nun, dann biete ich fast doch einmal vor mir herlaufen. Ah, seine Fußspuren werde ich lesen können, wie was es für dich empfindet. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Bevor ich Lucius getroffen habe, habe ich ruhig vor mich hin gelebt. Aber mir macht es Spaß, mit Lucius zu reisen. Ich denke, ich bin verrückter geworden, meinst du nicht? Nicht verrückt und flippig? Ha! Und das denkt dann Billy fast über dich. Wow. Wen interessiert's? Rechts war ein Pokéball. Ich weiß nicht, wo es hier wirklich weitergeht. Lass mich meine Technik vorführen, so kämpft eine Erwachsene wie ich. Du bist bestimmt eine Göre. Nee, du bist eine Schönheit.
Warum labern die hier von Erwachsensein und so? Nur weil ich 10 Jahre alt bin, oder wer ist? Oder wer ist? Ich hab vergessen, mein Bidifass zu heilen. Kopfnuss. Das war auch, glaube ich, ihr einziges Pokémon, ne? Wo greifst du an? Ha! Ich hab gewonnen. Was hast du denn für Probleme? Aeroas, hey. Oben auf diesem großen Cliff ist irgendwas. Das sagt mir meine innere Stimme, aber wie soll ich nur da hinaufkommen? Klettern. Es ist die Frage, wie kommen wir... Also wo kommen wir weiter? Ich glaube, das hier ist nur eine Abkürzung, damit wir nicht durch so Gras latschen müssen. Nee, ist es nicht. Ah, das hier ist so ein Honigbaum, ne? Nein. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Kommst du mir nur so vor, oder sind die Trainer hier schwächer als was wir schon kennen? Sollten wir hier nicht schon gewesen sein, oder? Ich verstehe das nicht. Aber wir hatten doch schon härtere Trainer als Level 23er. Also die nur ein 23er Pokémon haben. Wo geht's denn hier denn? Weideburg, Route 200. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, weil ich das nicht gelesen habe. Hallo. Von Schleide bis hierher ist es ganz schön weit. Ich bin fertig wie ein Brötchen. Sagt man das so? Aus dem Schrank durch den Sand hinterlässt du Fußspuren. Pokémon lieben es genauso sehr, wie Menschen Fußspuren zu hinterlassen. Wow. Cool. Weideburg. Yay, sage ich erstmal. Ich besuche diese Gegend, weil ich das Großmoor sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Hallo, du erinnerst mich an diesen ungeduldigen Hund, den ich vor kurzem getroffen habe. Barry, er hatte genau wie du ein sehr enges Verhältnis zu seinen Pokémon. Hey, danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Und hiermit zaubere ich vielleicht ein Lächeln auf dein Gesicht. Mit dieser Plinfer-Maske wird dein Pokémon bestimmt bezaubernd aussehen. Plinfer, okay. Aber nicht schon eine Chalest-Maske. Chalest? Wie heißt das Vieh nochmal? Na du, Grillmann, ist das nervtötend. Was ist mit dir? Ein kleiner Kind mit gerade mal 3 Ohren? So kleine Frettchen wie du sollten wissen, dass sie sich besser von dem Galaktik fernhalten. Aber ich habe Wichtiges zu tun. Wo lasse ich dieses Paket jetzt am besten platzen? Einen Bombenjob für Team Galaktik. Bombe? Bei der Großmoor-Pokémon-Warte. Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit ab, bis das Pokémon ein bestimmtes Level erreicht und bestimmte Attacken gelernt hat. Ja, das habe ich nie gemacht. Ich meine früher. Bevor ich hier Let's Plays gemacht habe. Das Großmoor von Weideburg gehörte erst zum Meer, aber das Meerwasser versickerte irgendwann im Boden und zurück blieb das riesige Feuchtgebiet. Und deshalb soll es hier auch Pokémon geben, die äußerst selten nur hier zu finden sind. Habe ich Großmoor gesagt oder ich habe wahrscheinlich was anderes gesagt? Deswegen, ich habe nochmal nachgeguckt, was sie gesagt hat. Das Großmoor ist wirklich riesig. Wie riesig, fragst du? Geh zur Pokémon-Warte und wirf einen Blick darauf. Wir kommen im Pokémon-Center, wir halten deine Pokémon und bla 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 bla. Mach einfach mal. Dann schaue ich mal nach, wie meine Pokémon sortiert sind. Ja, ist okay so, ich will die fast noch weiter trainieren. Oh, das ist eine Arena, cool. Wir gehen aber erst hier lang, weil ich nicht weiß, wie die Stadt aufgebaut ist. Ja, hier zu dem Häuschen wäre ich nicht mehr gekommen, wäre ich nach unten gelaufen. Hallo du, ich möchte mir deine Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja ein Schal wert. Verstehen, das ist nicht das, was ich gerne nicht zu sehen hoffte. Ich möchte dich nicht anlügen, daher sage ich hier offen ins Gesicht, dieses Pokémon ist weder gut noch schlecht. Es ist einfach so lala. Wenn du seinen Ausschau verbessern willst, dann gib ihm ein paar Knuspe. Ah, okay, sowas ist das. Die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau auf Schleiede.
Pokémon hatten Briefe für sie in der Hand, so bleiben sie in Kontakt. Ja, sowas haben die gelabert, ne, Schwaede. Ich weiß nicht mehr genau, weil ich das ein bisschen vergessen habe, aber naja. Heidelbergs Arena-Leiter ist auf eine seltsame Art atemberaubend. Ist schwer zu erklären, aber du wirst bald sehen, was ich meine. Hallo, geh rein. Wo setzt die sie eine Seilbahn ein, damit man schnell von A nach B kommt? So erinnern sie auch, dass das empfindliche Ökosystem geschürt wird. Ja, erstmal eine Seilbahn hinballern und dann sagen, ja, das Ökosystem ist nicht gestört. Heidelberg, Stadt des Moores. Erstmal hier die Bären ausrotten. Weil die pflanzen mir auch bestimmt nicht mehr ein, also. Weil Knusper und so sind mir egal. Und hörst du ein Echo? Echo. Ich dachte, ich hätte jemanden reden hören. Das hätte gut ich selbst sein können. Jemand im Großmoor hat mir eine versteckte Maschine angeboten, aber ich habe die abgelehnt. Ich brauche sie nicht, denn unser Arenaleiter wird der in Ort vom Nebel befreien, falls diesmal nötig ist. Gehe mit dem Mittenmang exakt in der mittleren Mitte des Ortes. Nein. Alle mich Attacken-Maniac, aber ich bevorzuge den Attacken. Den Namen Attackenhelfer. Ich kenne alle Attacken, die ein Pokémon lernen kann. Wird ein Pokémon eine vergessen haben, bist du mir. Richtig, ich kann auch deine Pokémon-Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenwasser hätte ich gerne eine Herzschuppe, die sammle ich nämlich. Oh, das ist es. Das ist ehrlich und wahrhaftig eine Herzschuppe. Lass mich raten. Ich soll deinem Pokémon eine Attacke beibringen. Pokémon soll dir eine alte Attacke erinnern. Keins. Was als der Pokémon eine Attacke lernen soll, kommt mit einer Herzschuppe wieder. In den Kapazitäten Purpur braucht man nicht mal so einen Quatsch, das kann man einfach so machen. Besuch dich im Safari-Spiel Großmoor von Weideborg. Warst du schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer Herr Reichschädel liebt es, von seinen seltenen Pokémon zu schwärmen. Im Shop gehen wir gleich. Ich studiere die seltenen Pokémon, die man nur im Großmoor findet. Hier ist Wasser. Okay, wieso ist hier so eine Ecke? Meine Schwester soll täglich Beeren. Sie besuchen uns bald wieder. Wir kochen auch Beeren, wir mischen sie, sie sind lecker. Man hat durch ganz Sinnoh. Ich liebe jetzt überall Beeren zu pflanzen. Ich will dir auch eine Beere geben. Bitte pflanze sie irgendwo ein. Ja, die werde ich voll einpflanzen und so. Nicht. hallo, du da. Das Großmoor sorgt auch an heißen Sommertagen für eine Kühlbrise. Das ist der richtige Ort für Wasser-Pokémon. Wahrscheinlich ist der Arena-Leiter Wasser-Pokémon-Trainer. Hast du dich mit Bumi und ihren unterschiedlichen Formen aus? Bist du Bumi in all ihren Formen? Oh, du hast ja nicht mal ein einziges Bumi. Magst du sie etwa nicht? Sie sind lustig und niedlich. Bumi sind das beste Beispiel. Sie zeigen, wie die Umgebung die Persönlichkeit eines Lebewesens formen kann. Bumi sind diese komischen Dinger, die mehrere Formen haben. Es sind, glaube ich, Käfer-Pokémon. Und mehr weiß ich auch nicht. Arsch in dem Haus. Ja. Die habe ich auch geredet. So. Ja, ein bisschen müde. Wellenbrecher Marinus, Meister der Fluten, also Wasser-Pokémon, heißt es, da wird Pyro nicht so gut sein, aber Luxio wird da sich freuen. Der Rest ist ein bisschen nicht so geil. Aber Luxio, wie gesagt, wird sich ja freuen. Ich wollte noch ein paar Tränke kaufen. Supertränke, um genau zu sein. Was ist denn das denn für ein Ding? Glibunkel ist das offizielle Maskottchen in der Stadt. Glibunkel hat eine wunderbare Ausstrahlung. Wir hoffen, es findet Fans in der ganzen Welt. Ich besticke auf die Kapsel und befestige sie dann an einem Pokéball. Fertig, ein weiterer von mir gestalteter Pokéball in seiner Art einzig. Diese Holzschnitzerei stellt das Pokémon Glibunkel dar. Obwohl es aus Holz ist, hat man doch das Gefühl, als würde es Gift absondern. Ist ja nett. Davon kaufe ich mal 10.
Krieg nicht mal fucking Primärball. Supertränke. Wie viel habe ich davon? Trophäe Nummer 2. Ich habe ja die Kohle momentan. Ich glaube, das ist das. Die Generation, wo es anfängt, dass das Geld nicht mehr so ein Problem ist. In der dritten Gang ist das auch so halbwegs. Außer du ballerst deine ganzen Items raus in den Top 4 und bist zu schwach für die Top 4. Und dann hast du kein Geld mehr und dann stehst du da. Das war so das Einzige, was da wirklich Probleme gemacht hat. Ansonsten ging das in der dritten Generation mit dem Geld, also zumindest in Saphir. Ich weiß nicht, wie es in Smaragd ist. So. Ich gehe nochmal hier ins Moor, bevor wir. Ich gehe jetzt hier hoch. Bevor wir nach der Arena gehen. Sag mir, dass ich mir das nicht einbilde. Die Pokémon, die man heute im Großmoor sieht, sind andere als gestern. Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Sie bringt dich tiefer in das Gebiet hinein. Sieh durch das Ferngläser, um über das Großmoor zu blicken. So siehst du, welche Pokémon du fangen kannst und wo du sie findest. Als ich auf der Moorfläche lief, bin ich manchmal eingesunken. Aber voller Panik versucht, mich wieder zu befreien. Danach konnte ich vor lauter Aufregung gar keine Pokémon mehr fangen. Also ich denke mal, das ist... Ja, werfen wir mal hinein. Oh, Hutut. Oh, Anton. Das ist ein Item. Noch mehr Hutut. Elino. Edifos. War Felinos Seitendinger immer? Sahen die immer so pink aus? Oder war das gerade ein Shiny? Noch mehr Hutut. Merrill. Noch Merrill. Azuril. Ich glaube, ich gehe nicht ins Großmoor. Da sind zwar Items und vielleicht Trainer. Moorlord. Moorlord ist cool, aber ich will es nicht in meinem Team haben. Eigentlich schon, weil es dann würde es Pidifast ersetzen und ist sogar noch ein Boden-Pokémon. Aber ich habe mein Team schon fertig, quasi. Je nachdem, was im Ei ist oder ein Kaumalat. Braucht nur Stärke. Beziehungsweise ich habe Stärke, glaube ich. Beutel. Muss ich Aeroas beibringen? Das lernt eigentlich von selber. Ja, ich habe Stärke. Aber ich habe keine den Arena-Ohren nicht, der das verschaltet. Marinus, die Arena-Leiter, ich meine Wellenbrecher, Marinus ist der Meister der Wasser-Pokémon. Ich sage ja, dass du verdammt viel Mut besitzt, wenn du versuchst, deine Pokémon Feuer- oder Boden-Pokémon zu besiegen. Aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Ich wünsche dir einen guten Kampf. Sag mir, was ich nicht einsetzen soll. Ja, das ist ja... Okay, dann haben wir das mal gelehrt. Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestillt, aber meine Pokémon und mein Geist wurden stärker. Das wäre nicht so lustig, wenn das ein Erwachsener sagen würde. Ein Kind. Ich habe meinen Körper gestillt. Mama. Mamelin. Level 26. Okay, die sind schon ein bisschen was höher, als was wir da draußen alles gesehen haben. Ultraschall. Was ist Ultraschall? Ah, Ultraschall kenn ich auch, das, ne? Die Gen 1 Attacke. Die habe ich noch nie bei einer Bambelin gesehen. Sehr effektiv. Was ist eigentlich nochmal stark gegen... Außer Elektro und Pflanze. Was ist stark gegen... Oh, du bist viel stärker, sogar noch stärker als unser Arena-Leiter. Oh, das ist aber nett, dass du das jetzt schon sagst. Ich komme noch nicht lang, weil... Okay, man kann die Tiefe so ein bisschen schwer einschätzen. Ich habe die Macht über die Kräfte des Wassers. Du wirst nicht gewinnen. Ich habe 3 Karpadors. Alter.
Juri. Schmerbe. Shield. Ein Pflanzen-Pokémon wäre jetzt wirklich super. Wäre wirklich super. Schmerbe ist natürlich doof. Ich glaube, die Fass wird da auch noch ein bisschen helfen müssen. In der Arena, weil es ein Wasser-Pokémon ist, kriegst du jetzt nicht so viel Schaden, glaube ich, vom Wasserattacken. Ansonsten muss Luxio ran. Denn ich habe kein Pflanzen-Pokémon außer Knospi, aber das trainiere ich nicht mehr. Halt zurück, das ist wunderherrlich. Der Kampf hätte auch anders ausgehen können. Schmerbe hätte nur eine Bodenattacke, eine mächtige haben müssen. Selbst eine nicht so mächtige wäre schon schlimm gewesen. Und das Kind sieht trotzdem, ich bin ganz und gar verblüfft. Ihr seid irgendwie alle dumm hier in der Arena. Ah, das sind es. Lass es wieder sinken. Gut, zu wissen. Moin. Ich Pokémon auf Zug bin ich um die ganze Welt gereist. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Das wird für dich nicht einfach werden. Merlin. Ein Wingul, du bist des Todes. Aber sowas von. Wingul. Ich mag Wingul, ich mag aber Pilipper nicht. Oder wie heißt das auf Deutsch? Heißt es, glaube ich, auch Pilipper, ne? Oh, Flügelschlag. Das macht mich viel Schaden. Schockwelle. Das macht viel Schaden. Weil das eine Vielfachschwäche ist von Wingul. Noch ein Wingul. Sie hat gerade 69 KP. Ich sag nicht mehr dazu. So, Schockwelle. Superschall. Oh, Superschall ist natürlich doof. Ich habe es gerade mit Ultraschall verwechselt. Was ich öfter mal mache. Vor allem früher habe ich das sehr oft verwechselt miteinander. Luxio ist nicht mehr verwirrt gut. Wäre jetzt doof, wenn Luxio wegstirbt. Rose Merlin. Das ist so stark wie die stärksten Trainer, die ich kenne. Entweder bin ich stark oder die sind stark. Die Trainer selber. Die wissen auch nicht, was sie wollen. Hypertrank. Auf Luxio. Gab es eigentlich einen Hypertrank? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Genau, hier unten längs. Die habe ich schon gekämpft, ne? Bist du so stark werden wie der Wellenbrecher Marinos? Das ist aber auch komisch. Keine Ahnung, wie kommen die darauf? Ja, ich heiße Marinos, ich bin Wassertrainer. Weil so wurde ich getauft und so muss ich jetzt aber auch durch die Gegend laufen. Mit dem Namen, also muss ich alle Ehre machen. Das wärst du Müller, also würdest Müller heißen mit Nachnamen und dürftest nur in der Mühle arbeiten. Ist ja noch keine Fee. Und wenn, das hätte, glaube ich, sonst sowieso dich besiegt. Wäre. Wenn schon Azuril überlebt hat, dann wird er Meryl wahrscheinlich auch überleben.
Deswegen mache ich mal Funkensprung, weil du hast, glaube ich, mehr Angriff. Und wenn nicht, das kann auf jeden Fall paralysieren. Aber das ist gar nicht nötig. Vielleicht hat er auch dieses Azuril eine Fähigkeit oder so, dass es überlebt. Was weiß ich denn? Little Up. Level 29. Also eine Weiterentwicklung wäre nett, aber ich glaube, Stürm, du bist einfach zu stark. Eine Weiterentwicklung wird es wahrscheinlich erst so in den 30ern geben.